Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Inni hier und herzlich willkommen zum nächsten Uncharted 4 PS5 Remastered Let's Play. Ja, Freunde, Ernesto Valverde ist wieder hier zusammen mit Nathan und Elena. In der letzten Folge hatten wir hier einen Kampf gehabt und haben den ganzen am Ende bereitet und sind jetzt hier oben in New Devon angekommen und gucken uns hier langsam Step by Step um. Und ja, jetzt geht's hier rein in diese Höhle. Unsere Frau wartet da hinten. Und ich würde sagen, Freunde, lasst ihr immer einen Daumen nach oben da. Heute mal eine bisschen spätere Folge am Abend. Ich wünsche euch allen erstmal einen schönen Abend, Freunde. Es wird dieses Wochenende wahrscheinlich keinen Stream geben, damit ihr Bescheid wisst, Leute. Und ja, ich würde sagen, wir können weitermachen. Ich habe heute unnormal Bock auf die heutige Folge, Digga. Wie auch jeden Tag. Ich liebe dieses Spiel einfach. Und ich würde sagen, es geht los. Wir gehen rein in die Höhle und schauen uns an, was es hier gibt. Alter, Bruder, guck dir das mal an, Digga. Bruder, einfach Tropfsteinhöhle, Alter. Bruder, was ist das denn? Guck mal diese Grafik, Alter. Guck dir einfach nur diese Wand an. Boah, da würde ich gerne mal schwimmen gehen. Hallo! Ey, spring doch rein, Bruder. Mach nicht diese jetzt. Hallo! Ey! Ja! Arschbombe! Alter. Das ist das Geheimnis von New Devon. Okay, wir schwimmen jetzt mal hier entlang, Leute. Gucken wir uns das. Ey, Freunde, ihr müsst morgen das Video auf den FIFA abchecken. Ihr glaubt nicht, was ich gezogen habe. Das wird mir eh keiner glauben. Aber ja, wenn ich sowas sage, dann haltet euch auf jeden Fall bereit und geht morgen. Hä, hat er gerade über Kreuz gegriffen? Habt ihr das gesehen? Sah gerade voll komisch aus, wie der da gegriffen hat. Ach, keine Ahnung, Digga. Junge, wo sind wir hier, Alter? Einfach unter der Erde. Können wir jetzt hier hoch? Elena? Ja, als ob die auch hier lang gegangen sind. Also, Rafe und so. Alter. Boah, Bruder, sieht das verrückt aus. Alter. Mist, wie viele Leute hast du hergebracht, Nadine? So, hat sie sonst eine Grenze an. Es fängt an zu regnen, ne? Meinst du, sie hat einen Schatten? Ich muss sagen, das Wasser sieht gerade schwach aus. Richtig schwach. Irgendwie. Was ist das? Boah, wird einfach eine Frau erhangen mit einem Brautkleid. Weißt was? Alter. Ich habe euch prompte Vergeltung versprochen. Da ihr von mir genommen habt, habe ich von euch genommen. Bezeichnet Gründer Baldridge. Alter. Okay. Sie waren beide Kinder? Ja. Sie haben sich wohl gegenseitig attackiert. Aber warum? Hier, Verfolgungswahn oder Geld? Ja, tja. Mehr Geld, mehr Probleme. Ah, Geld macht vieles kaputt, Freunde. Geld macht vieles kaputt, Leute. Freundschaften oder andere Dinge. Geld macht vieles kaputt, Freunde. Das ist ja voll die Strömung. Manche müssen damit rein, ich glaube schon, oder? Er kann da nicht rein? Ich glaube nicht, ne? Wir müssen anscheinend hier rüber erstmal gucken, was ist so gut. Erfrischend. Als ob denen überhaupt nicht kalt ist, so, weißt du, wie ich meine? Oh, erfrischend. Ja, ist erfrischend, auf jeden Fall. Was soll ich mit dem scheiß Seil? So hochziehen, ah, okay. Dass er dann dranhängen kann. Komm, Nathan, zieh dich doch hoch, Junge! Was macht der Bruder da? Digga. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie da hoch, ne? Frage ist, wofür brauchen wir jetzt einen scheiß Stein? Wofür? Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht, Freunde. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen irgendwie da hochkommen. Ich weiß gerade nur nicht, wie wir das machen sollen. Oder wir müssen das Ding hier langziehen? Ne, müssen wir auch nicht. Moment. Ziehen macht auch keinen Sinn. Ich habe halt wirklich gedacht, wir springen dahin. Irgendwas ist dann faul an der Stelle hier, 100%. Wir werden hier komplett weggeströmt. Das war doch vorhin gerade auch nicht so, ne? Dass wir so weggeströmt worden sind. Ja, aber es ist zu hoch. Auch für eine Räuberleiter. Also wir müssen irgendwie da hoch und... Gucken wir da an die Wand lang? Ich glaube nicht. Na, hier sind wir ja hergekommen. Ja, es wird einen anderen Weg haben. Das werden wir auch rausfinden, Freunde. Das werden wir rausfinden. Wie wir auch alles bisher rausgefunden haben. Es ist, glaube ich, ganz simpel, aber ich mache es einfach wieder zu schwer. Schwerer, als es ist. Aber wir haben noch unsere Frau dabei. Elena. Komm. Du musst jetzt hier sagen, wie wir das machen sollen mit dem Seil. Ich habe das nicht verstanden mit dem scheiß Seil. Dann müssen wir hier hoch. Nein, wir müssen auf jeden Fall... Nate. Hey, ich
sehe da oben ein paar Kisten und Vorräte. Ich auch. Super, ich hole uns eine her. Guck mal, der zieht sich nicht hoch. Guck mal, ich zieh mich hoch, der macht dir einfach den Tarzan, Bruder. Aha, jetzt auf einmal geht's, Bruder. Willst du mich verarschen? Will der mich verarschen, Nathan, Alter? Auf einmal kann er sich hochziehen. Manchmal ist Nathan echt ein Lelek, Alter, muss man so sagen. Ein Lelek. Vorsicht da unten. Juhu! Bumm, Arschbombe. Und was soll uns diese Kiste jetzt bringen? Wofür brauchen wir sie denn? Das ist die Frage. Komm. Komm zu Papa. Ziehen die erstmal her. Ah, okay, da hoch anscheinend. Okay, okay, ich verstehe. Hab ich jetzt gar nicht gesehen erstmal. Hallo, komm doch her, du Scheißkiste. Bruder, diese Kiste, ne? Ich schwör, alles raste hier gleich aus. Komm, pack sie dir jetzt in den Elfen und schieben, schieben. Noch ein Stück, geht in die Folge bei SpongeBob. Schieben. Ach dir. Süß. Ich soll den Köhler für dich spielen. Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein. Naja, Gentleman. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, aber Ärger hatte ich eigentlich so schon genug. Und so Späße müssen sein, Chat. Doch als Zukünftige, ne? Muss ich doch verstehen. That's very important. Boah, guck euch mal diesen Ausblick hier an, Alter. Oh mein Gott. Alter. Alles gut, einfach rutschen. Alter. Bist du okay? Ja. Mir geht's gut. Und dir? Ja, ja, alles gut. Ja, wieder nass, müde, angeschlagen, ein bisschen hungrig. Bitte was essen. Da geht's rein. Aber sonst geht's mir gut. Ja. Du musst da Todeshunger haben. Okay, na los. Gehen wir weiter. Mann, ist der dumm. Was machst du? Versuchen wir, durchs Haus zu kommen. Boah, das hat richtig... Boah, wie gut das hier drin aussieht. Das hat richtig diese Last of Us-Vibes, ne? Jetzt kommen die Klicker. Die Klicker. Boah, das sieht jetzt ein bisschen aus wie bei Last of Us hier, ne? Da merkt man, das ist von denselben Machern. Boah, guck mal. Was für eine schöne Farbe das ist, ne? Wie schön. Ja, reicht doch, Nathan. Und genug hätten sie ja gehabt. Was macht der da, Alter? Ich finde es nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Avery's. Ganz genau. Avery hat sie alle verarscht. Und richtig Last of Us Feelings hier. Ist bestimmt noch irgendein Easter Egg. Na, sieh mal an. Aha. What is this? War so geil, wo wir bei Nathan zu Hause waren in den ersten Folgen und uns diese ganzen alten Sachen angeschaut haben, ne? Ja, krank, guck mal, Mutter Natur, wie die sich durchsetzt, ne? Überall siehst du hier Pflanzen, das ist alles verwachsen und so. Krass, dass hier noch die Häuser so stehen, ne? Das ist sicher von der Gangi Sawai. Boah, ich dachte einfach Shisha, ne? Deine Mutter ist wie Shisha, ohne Kohle geht nix. Was, Bruder? Wie lange ist gesagt, Bruder? Haben wir einen Papagei. Wunderschön. Ehrlich, das würde ich einfach mitnehmen. Was meint ihr, wie viel sowas wert ist, Digga? Einfach mal mitnehmen. Aber die haben keine Tasche dabei, ne? Okay. Gründer Baldridge, ich habe erfahren, dass ihr eure Soldaten versammelt, um mich anzugreifen. Als gleichgesinnter Pirat und als Freund vor unserer Zeit in Libertalia bitte ich euch inständig, mich anzuhören. Ich weiß nicht, wer die Saat unserer aktuellen Zwietracht gesät hat. Aber folgendem bin ich mir sicher. Wird der Bürgerkrieg fortgesetzt, wird alles zusammenbrechen, worauf wir unser Leben lang hingearbeitet haben. Die Geschichte wird sich an uns als Pioniere erinnern, sondern als Narren. Wir müssen diesem Konflikt ein Ende setzen. Gemeinsam mit vereinten Kräften würden wir über die stärkste Allianz auf der Insel verfügen. Die anderen Gründer werden sich uns entweder anschließen oder unserer Übermacht zum Opfer fallen. Wenn ihr zustimmt, entzündet heute Abend eine Kerze in eurem Arbeitszimmer. Das werde ich als Zeichen ansehen, dass ihr zur Besinnung gekommen seid. Falls nicht, denkt daran, dass mir sowohl Wand als auch England nach dem Leben trachteten und gescheitert sind. Gründer Condent. Ach du Scheiße, Digga. Junge, was hier abging, Alter, ne? Das sind alles so Sachen, die wir hier... Bruder, was zur Hölle, Alter? Was geht hier ab, Digga? Was geht hier ab?
Das ist schon krass, muss man einfach so sagen. Das ist schon krass. Das haben die heftig gemacht, Digga. Wahnsinn. Verdammt. Ist ja wie ein Herr der Fliegen hier. Was du nicht sagst. Herr der Fliegen. Was für Herr der Fliegen, Digga? Herr der Ringe, du Vogel. Herr der Fliegen, Alter. Genau so eine Fliege, Nave. Die ganze Zeit Schiss, dass irgendwelche Gegner kommen oder so, ne? Alter, das ist geil. Ja, hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Ach, wie ist es doch denn, ne? Alter. Was sind da, Leute? Einfach Kanonen hier. Die Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Ja, improvisierte Verteidigung. Sie hatten wohl nicht erwartet, gegeneinander zu kämpfen. Wohl nicht. Ja, sobald es ums Geld geht und um Macht, kann man sehen, wie schnell das geht, ne? Guck mal, auch in Dingens, ne? Auch in unserer heutigen Welt, Russland, Ukraine, Digga. Das ist... Nochmal kurz von mir ein paar Worte zu dieser ganzen Sache, Digga. Es tut mir wirklich im Herzen weh, sowas zu sehen, arme Familien, Kinder und Leute leiden zu sehen, die einfach nur ihr Leben leben wollen und einfach dann mitten im Krieg sind und nichts dafür können und einfach sterben müssen und sowas, Digga. Ey, wir haben 2022, Alter. Wie kann sowas noch passieren? Ich weiß nicht, was wir die letzten Jahre alles durchmachen, ne? Aber erst Corona, was jetzt langsam hoffentlich dem Ende zugeht. Und jetzt noch sowas, Digga. Das ist... Digga, wenn man sich das vorstellt, so in 80 Jahren siehst du auf einmal so Geschichtsbücher. 2019 bricht eine Pandemie aus. Auf einmal 2022 gefühlt dritter Weltkrieg. So, Digga. Also jetzt übertrieben gesagt, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Aber das ist schon krank, Alter. Oh, schöner Wasserfall. Das ist echt krank, Alter. Das tut mir auch sowas von leid. Ich hoffe, das wird alles demnächst ein Ende haben, Leute. Aber das ist einfach zu viel. Es ist zu viel, was hier passiert. Die Strömung ist stark. Alter. Was geht mit dieser Strömung ab, Alter? Die ist ja komplett stark. Müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen. Ich glaube, wir müssen irgendwie hier rüberkommen. Kriegen wir schon hin. Rüber ist easy. Hui. Nein. Warte mal, wieso ging das denn jetzt hier nicht? Warte, ich drücke ihn runter. Ja, das wollte ich doch sagen, genau. Spüre, das wollte ich sagen. Okay. Gern geschehen. Danke. Du bist ein tolles Gegengewicht. Ich hab was. Nein. Jawohl, genau das wollte ich. Wolltest du auch. Knapp, das war aber echt knapp. Die Frage, wo lang, ne? Hier hoch? Und wie viele Wege es hier wieder gibt, Alter. Nathan wieder am Klettern. Nathan, der Kletterfreund hier. Kletterpark hier wieder. Ich finde einen Weg für dich. Da war doch gerade was, hab ich doch gesehen, ja. Komm, tack, tack, tack. Zu schwer. Ich schaff das nicht alleine. Willst du mich verarschen, Bruder? Ist das gerade der... Guck mal, das ist jetzt los bei dem Spiel. Der könnte das doch einfach da greifen... Und umschmeißen und drüber klettern, was labert? Bruder. Okay, das war jetzt ein bisschen unrealistisch. Also das ist so ein Ding, wo ich bei Uncharted sage, krass. Das ist jetzt wirklich so das erste Mal, wo ich sage, okay, das macht keinen Sinn. Wir müssen erst mit Elena hochheben. Als ob sie so viel Kraft hat, das da hochzuheben, Alter. Einfach Walter aus Frauenknast. Räumen wir das aus dem Weg. Ja. Die können einfach drunter klettern, Bruder. Warte mal, drunter klettern oder? Ey. Das ist jetzt echt ein bisschen übertrieben, oder? Seid mal ehrlich, Freunde. Ehrliche Meinung bitte jetzt einmal in den Chat. Okay. Alter. Hier Schminktisch. Überall Spinnennetze und. Alles verstaubt und so, Alter, Junge. Krank. Krank, krank, krank. Da geht's auf jeden Fall rein. Guck mal, vielleicht liegt hier noch irgendwas. Vielleicht liegt hier noch ein Schatz oder so. Ne. Okay, es geht hier aber auf jeden Fall rein. We go inside. Alter. Oh, ist das krank. Alter. Was ist das denn? Na, willkommen auf der Party. Junge, was ist denn hier passiert? Die wurden alle, glaube ich, vergiftet mit Getränken. Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel.
Gott. Was? Sie sind's. Eleanor, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen... Wurden vergiftet. Miese Drinks? Miese Drinks. Miese. Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmordkult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Nur was für Haare, Alter. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tu. Wollen wir wetten? Irgendwo muss doch Avery sitzen. Thomas Tu? Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig. Aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und die Schätze, es wurde ungemütlich. Gut. Avery und Tu laden sie hierher ein. Und, wie war das? Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery, erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer er. Außer die beiden. Die beiden. Und krank. Einfach so. Alle tot, alle sind tot. Alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, tut mir leid. Ist okay. Ja, diese Musik gibt da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tus Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. Und jetzt kommen die anderen. Doch nicht. Ich dachte, jetzt kommen die anderen auf einmal rein. Halt, stopp! Sieht schon krank aus hier. Na, guck mal, was für ein Saal das ist hier. Was meint ihr, wie das damals aussah, wo hier nicht alles am Arsch war? Krank. Krank, krank, krank. Wurden einfach alle vergiftet, ey. Oder wie laut, Alter. Warum schießt der denn immer? Also immer Zuckungen, Nathan, ne? Er trifft dann auch seine Frau. Da soll man aufpassen. Oh, Niagara-Fälle. Hey, hier hoch. Langsam. Hoppa. Sei vorsichtig. Alter. Der hat aber Glück okay. gehabt. Okay, ich hab's. Wir treffen uns oben. Alles klar, mein Schatz. Zack, zack. Hey. Ich bin schneller. Hochziehen. Ja, wie riesig das hier ist. Das ist ja wirklich ein Imperium. Das Imperium schlägt zurück. Mehr Kanonen. Genau wie bei Tu's Haus. Das Gift ist wohl mächtiger als die Kanonen. Was? Naja, schließlich vergiftete er dann Erde. Tut mir leid. Ja, ziemlich schlecht. Guter Witz. Und wir sind ganz offiziell in Henry Averys Haus. Boah, nimm einfach das mit, Bruder. Das ist schon genug wert, Alter. Ich will den Schatz. Wo ist der Schatz? So krass, wenn man das 6 Jahre nicht gespielt hat, ne? Pompös. Warum hat der Thomas Tu nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ich hatte ihn genau, nachgetötet. Das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job.
Eine Harfe. Spiel noch was. Komm, Nate. Ah, oh, das hört sich voll schlecht an. Ja, normalerweise macht das doch dieses... Boah, stimmt mal auf. Ich würde mich totlachen. Der stellt sich jetzt ein, auf einmal spielt der Still Dre. Auf einmal kommt... Ich mich totlachen. Bitte, mach mal was. Digga, spiel doch mal was. Oh mein Gott. Ja, wie geil wäre das, wenn man jetzt hier selber spielen könnte. Weil bei Last of Us konntest du mit Dingens da Gitarre spielen. Wisst ihr noch? Da konntest du einfach Gitarre. Manche haben sogar Linkin Park darauf gespielt und sowas. Geil, also hier kann man gar nichts machen. Schwach. Das ist schwach. Okay, wir können jetzt entweder da runter oder wir gehen hier runter. Komm, wir gehen hier runter. Ein. Bin ich lost? Ach, Digga, ich muss hier, glaube ich, gar nicht runter. Also, entweder war es hier falsch. Ja, hier geht's lang. Digga, ich bin auf den falschen Weg gegangen. Das sieht hier aus, als würden gleich Gegner kommen. Da, Shoreline hat die Haustür versperrt. Und sie haben Fußspuren hinterlassen. Mal sehen, wo sie sind. Ja, die sind uns schon ein paar Schritte voraus, ne? Die sind uns ein paar Schritte voraus, Leute. Wir gehen mal ein bisschen näher, den ganzen Elena, Ausrüstung. Sieh mal hier. Die Spuren führen durch diese Tür. Aber die ist versperrt. Mist, sie wird von der anderen Seite blockiert. Warum einen Weg blockieren? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Alter. Mist. Amen. Oh, oh, ja. Was geht denn hier ab? Okay, Leute, komm. Bruder, was geht hier ab? Hör mal die Musik, Digga. Mein Gott, ich bin so schlecht. Digga, der Hasbulla ist hier. Hasbulla! Oder was geht hier ab? Komm, einen Versuch machen wir. Einen Versuch noch, komm. Wir müssen diesen krassen Typen da holen. Digga, der ist ja mal so krank, ne? Eins, zwei und... Digga! Helm ist ab! Nein! Ich muss aufpassen, Digga, ich muss aufpassen. Alter, Bruder! Komm, aller guten Dinge sind drei. Digga! Komm, Elena, wir kriegen das hin. Aber das wackelt alles, das ist so... Boah, Bruder, ich bin der Beste. Siehst du, hab ich doch gesagt, ich schaff das. Hör mal den Song, Digga, das ist so ein geiler Song, ich liebe den. Komm, komm, komm. Zack. Hab ich, Bruder, jetzt geht's ab, Digga. Ich hab doch gesagt, aller guten Dinge sind drei. Lass deine Scheißgranate da, du. Oh mein Gott, hinter uns. Eins, zwei, nein. Bruder... Nein, Nathan. Nein. Nein. Ey, Bruder, das fuckt mich jetzt ab, Digga. Wir können doch nicht die ganze Zeit hier verkacken. Oha. Das hat sogar gespeichert. Der eine krasse Typ ist gar nicht mehr da. Korrekt? Oder ist er noch da mit seiner Scheiße? Wir müssen uns noch mal ein bisschen bewegen, Digga. Ich bleib die ganze Zeit an derselben Stelle hier. Das macht dann auch keinen Sinn. Weiter, weiter. Komm, Nathan. Ich will diese krasse Waffe haben. Genau die wollte ich haben. Jawohl. Genau die. Ich wusste erstmal gar nicht, dass man die nehmen kann. Ich habe gedacht, man kann die gar nicht nehmen. Aber man kann sie doch nehmen. Din, 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 din. Boah, ich liebe diesen Song. Din, din. Alter, Bruder. Weg, weg mit der Scheiße. Komm, Nathan. Boah, ich liebe den Song. Din, 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 din. Boah, hör mal den Song, Bruder. Komm, Nathan. Boah, jetzt. Komm, Nathan, jetzt. Bruder.
Kannst mir sagen, was du willst, ne? Bei Gott, mit diesem Song, das ist zu krass gerade hier. Haben wir. Nein. Schieß. Stark. Boah. Hier sind noch irgendwo welche. Wo? Komm, Schatz, wo sind sie? Wir finden sie alle. Nimm mal den Copperhead mit. Wo? Wuhu! Da. Guck jetzt, Freunde, den letzten, wie wir den holen werden. Ist noch jemand da? Ich glaube, das war's. Scheiße. Bist du okay? Ja. Sie haben uns in den Hinterhalt gelockt. Ja. Okay, brechen wir die Tür auf. Mal sehen, was wir nicht finden sollten. Alter. Okay. Brechen wir die Tür auf. Mal sehen, was wir nicht finden sollten. Und mit diesen Worten verabschiedet sich Ernesto Valverde von der heutigen Uncharted-Folge, Digga. Wie geil war das denn wieder heute? Meine Güte, Alter, ich liebe es einfach. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich weiß noch nicht, ob es morgen weitergeht oder übermorgen, Freunde. Ich muss mal gucken, wie ich das machen werde. Auf jeden Fall wird dieses Wochenende wahrscheinlich kein Stream kommen. Habt Verständnis dafür, Leute. Und wir sehen uns dann die Tage wieder. Ich liebe euch alle. Kuss geht raus. Checkt morgen das Video unbedingt auf viel FIFA aus. Das ist zu krank geworden, Digga. Ihr glaubt nicht, was da gezogen wurde. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns morgen wieder. Kuss geht raus. Checkt das Video aus. Macht's gut, Freunde. Haut rein und ciao.